Das war die Woche. Das ist der Podcast danach von Radio Hamburg. Und irgendwas ist ja immer. Heute ist John wieder nicht mit dabei. Stimmt. John wurde heute zum Joker geschminkt, dann ist aber der Physio, er wird ja auch nicht jünger, der Arme, ne? Ja, der hat ja Knie, der hat Meniskus, der Arme. Der Knie, der hat alles. Deswegen, mein Name ist André Kuhnert, zu meiner Rechten Birgit Hahn. Jo, Moinsen. Uns kennt ihr aus der Morningshow montags bis freitags immer von 5 bis 10 bei Radio Hamburg. Schaltet doch unbedingt mal ein und wenn ihr von uns nicht genug bekommt, was ihr nicht tut, deswegen hört ihr den Podcast. Mhm. Hört ihr den Podcast? Ja! Immer mit spannenden Gästen, die mega Geschichten zu erzählen haben. Unsere Redaktion ist immer auf der Suche, toppt sich jedes Mal mit einem neuen Gast. Und jetzt haben wir Chris uns gegenüber sitzen. Moin Chris erstmal. Moin zusammen. Moinsen. Richtig schön hier gemütlich in Sessel gefleht, ja. St. Pauli Shirt an, Jacke an, Mütze ja. Auf. Gibt nur einen Verein in Hamburg. Das ist Pauli, ne? Wollte ich gerade sagen. Sehr gut, sehr gut. Willst du von dir selbst mal kurz erzählen, für was du auch eingeladen wurdest oder soll ich mal anfangen? Sonst fang doch erstmal an, stell dich mal vor, Chris. Also, wie gesagt, ich bin Chris und bin beim Hamburger Straßenmagazin Hinz und Kunst. Das ist die Straßenmagazin Hinz und Kunst. Und zwar dort bin ich tätig als Verkäufer seit dem 4. Oktober 95 und seit 4 Jahren mache ich Stadtführung bzw. Öffentlichkeit, also Sprichtung, ich habe einen festen Arbeitsvertrag. Du kennst wirklich die interessantesten Ecken von Hamburg, weil du hast sehr viel Zeit auf der Straße verbracht. Du warst obdachlos. Ich habe 7 Jahre auf der Straße gelebt, ohne irgendwelche Einrichtungen, Sprichtung Obdachlosenheime anzulaufen, sondern rein nur auf der Straße 7 Jahre lang. Ach, du hast auch nicht irgendwie, selbst im Winter nicht irgendwas angelaufen, wo man mal eine Nacht verbringen darf und dann morgens wieder rausgeschmissen wird oder so? Nein, das habe ich nicht getan, weil ich habe immer gedacht, beziehungsweise zu mir gesagt, ich muss mich selber durchkämpfen. Und wo ich damals hier angekommen bin bei Hinz und Kunst, waren 2 Wintere arschkalt, minus 20 Grad. Da war 2 Jahre hintereinander sogar die Alster zugefroren mit Glühweinfest. Aha. Und dann habe ich, wenn ich es geschafft habe, von dem Geld mir auf der Reeperbahn billiges Pensionszimmerchen genommen. Mhm. Vom Verdienst. Was kostet was? Was habe ich damals bezahlt, waren es 40 Mark. Okay. Ja, das ist ja viel Geld für dich, ne? Wollen wir mal, klar, mal ganz zu Anfang. Mhm. Darf ich fragen, wie alt du bist und wie ist es dazu gekommen, dass du deine Bleibe verloren hast? Oh. Also erstmal bin ich jetzt 48 Jahre alt geworden und zwar, ich komme ursprünglich aus dem Ruhrpott, ich bin auf Schwarzer Kohle geboren und bin dort im Heim groß geworden. Ich wurde damals meinen Eltern per Gericht weggenommen. Warum konnten sie nicht für dich sorgen oder? Da war ein Verbrechen in der Familie, Rieche ich mal so aus. Okay. Auf jeden Fall wurde ich meinen Eltern weggenommen und bin dann im Heim groß geboren unter Nonnen. Streng katholisch, unter sogenannten Pinguin. Ja. Und kurz vor 18 kam ich auf die dumme Idee, zu meiner Abschlussprüfung zur Dachdeckerlehre nicht hinzugehen. Okay. Ich habe leider damals keinen Rückhalt von den Nonnen bekommen. Für die war es wichtig, dass ich 14 Mal am Tag gebetet habe und die Bibel von vorne bis hinten kannte. Aber wie gesagt, kein Rückhalt. Also du bereust es nicht, zu der Prüfung gegangen zu sein? Klar, aber ich kann es nicht mehr ändern. Ne? Und warum? Einfach keine Lust gehabt? Hast du gefeiert? Was? Nee, Angst. Angst, okay. Ah, okay. Prüfungsangst. Mhm. Kennst du vielleicht auch früher von dir noch? Unbedingt. Ich hatte so schlimme Prüfungsangst früher. Ich hatte von der Schulpsychologin, das war aber auch gleichzeitig die Schuldirektorin, habe ich so Übungen bekommen, mit denen ich mich ein bisschen ablenken kann von Stress, von dem ich richtig Magenschmerzen gekriegt habe. Okay. Sodass man dann irgendwie mit der rechten Hand hier so sein Brustbein so massiert mit so Kreisungen und gleichzeitig die Schläfen. Ich weiß nicht, was das bringen soll, aber vielleicht lenkt es einfach auch nur ab vom Stress oder so. Aber ich hatte mega Prüfungsangst. Ja, also du hast immer Unterstützung bekommen und wir haben aber bei dir gehört, bei dir war gar nichts. Beten, antreten und genau, das war's. Richtig, genau. Also wie gesagt, kein Rückhalt. Dann habe ich ich war kurz vor 18, Geld bekommen, was all die Jahre für mich angespart worden ist und damit bin ich auf die Straße. Erst habe ich mir ein billiges Pensionszimmerchen genommen und Rest habe ich verjubelt. Juhu, Freiheit. Mhm. Dann wurde mein Geld immer weniger, da bin ich zu Freunden und Bekannten, habe mir dort eine Lügenbrücke aufgebaut, habe denen erzählt, ich kann eine Wohnung kriegen, mir fehlt noch so und so viel an Geld. Ging eine Zeit lang gut, aber nach der Zeit stürzte meine Lügenbrücke immer mehr ein. Weil es gab keine Wohnung oder so. Richtig, genau, Lügenbrücke. Mhm. Ne? So, also wie gesagt, stürzte meine Lügenbrücke immer mehr ein, da habe ich mich geschämt zu sagen, ja, ich habe euch belogen. Dann habe ich meine paar Sachen genommen und wie gesagt, habe ich dann 7 Jahre auf der Straße gelebt. Also ich war 7 Jahre so doof und habe mir keine Hilfe geholt. Die ersten 2,5 Jahre bin ich arbeiten gegangen, trotz ich draußen gelebt habe.
Tagesjobs, weil ich wusste, abends kriege ich immer Geld. So, aber nach 2,5 Jahren konnte ich nicht mehr arbeiten, weil ich mich zum Vollalkoholiker gesoffen habe. Auf 3 Pullen Wodka pro Tag. Oha. Da war nichts mehr mit Arbeiten. Das ist krass. Ja, das ist ganz, ganz, es ist ja nicht, muss ja nicht so sein, aber es ist ja immer wieder, wenn man auf der Straße lebt, da hält man sich ein bisschen am Alkohol fest. Oder man geht auf die, kommt auf die Straße, weil man Alkoholiker ist. Was hört man ja auch oft. Oder ist deine Erfahrung eine andere? Nein, das ist nicht ganz richtig, was du gerade sagst. 80% der Menschen verlieren ihre Wohnung durch Depressionen. Ah, okay. Das ist eigentlich die Vorstufe zur Obdachlosigkeit, weil man in dieser Phase die wenigsten sich Hilfe holen. Viele hätten wahrscheinlich gar nicht ihre Wohnung verlieren müssen, wenn sie sich Hilfe geholt hätten. Okay. Jetzt, zumal es ja auch so ist, dass man dann die Unterstützung auch vom Amt und sowas oder vom Staat dann kriegt für die Bleibe, die man schon hat, wenn sie nicht so teuer ist. Ja, richtig. Aber wenn du Depression hast, schaffst du es auf gut Deutsch gesagt nicht mehr, deinen Arsch aus dem Bett zu bewegen. Ja, genau. Also kein Antrieb mehr, keine Energie mehr. Genau, dein Benzin ist alle. So, und dann tun erst die meisten erst auf der Straße sich das Leben schön reden. Ah, verstehe. Und da ruhig schön betäuben mit Drogen und Alkohol. Die wenigsten haben vorher ein Suchtproblem. Okay. Wo wenn du jeden Tag wie Don Quixote durch die Gegend rennst und kriegst nichts mehr gebacken, was würdet ihr machen? Ja. Wahrscheinlich ähnlich. Wie hast du es denn nach 7 Jahren geschafft, da rauszukommen? Also wie gesagt, dann konnte ich nicht mehr arbeiten. Jetzt musste ich mich irgendwie finanziell über die Runden halten. Ich war nie ein Mensch gewesen, der gesagt hat, ich lebe vom Staat, sprich um was heute Hartz IV heißt. Ich bin dann schnorren gegangen, man sagt auch betteln, aber schnorren finde ich ein netterer Ausdruck. Und dann habe ich mir damals auf den Kopf eine Glatze schneiden lassen, habe mir hinten einen Zopf stehen lassen und habe dann immer gesagt, hast ein bisschen Kleingeld, ich habe nicht genug Geld gehabt, um meinem Friseur den Zopf auch abzuschneiden. Aber das ist irgendwie witzig. Ja, ja, sympathisch, ne? Ja, weil einfach Hand aufhalten kann ja jeder. Ne? Ja, klar. Kleine dann, Story. Ja, und dann war ich eines Tages in Stuttgart, hatte Papiere aus Stuttgart, ich war definitiv in Stuttgart gewesen. Und plötzlich hatte ich HH-Auto-Kennzeichen vor mir, U-Bahn St. Pauli. Habe ich gedacht, was für ein Billigfusel hast du heute getrunken? Träumst du bis in Hamburg auf der Reeperbahn? Der Traum hörte nicht auf, da habe ich schon befürchtet, ich habe Spiritus gesoffen. Bis ich festgestellt habe, bin wirklich Hamburg-Reeperbahn. Hast du eine komplette Bahnfahrt verpennt quasi? Oder? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch geflogen, keine Ahnung. Okay. Wie viel? 4 Tage. Ja. Okay. Mhm. 4 Tage im Leben fehlen mir, ich weiß es nicht. Hast du dich, du redest da jetzt auch so aufgeklärt drüber, hast du dich damals selber belügen können, sodass du halt damals nicht gesagt hättest, das ist jetzt meine Lügenbrücke, sondern du warst überzeugt von dem, was du gesagt hast und deswegen konntest du so weiterleben? Oder hattest du jeden Tag ein schlechtes Gewissen und musstest dir aktiv die Lügen ausdenken und so weiter? Was für Lügen? Ja, die auch von der Wohnung, wo du jetzt gesprochen hast, dass du deinen Bekannten. Das war ja nur am Anfang wegen dem Bekanntenkreis, damit ich eine Unterkunft hatte. So. Weil im Endeffekt habe ich nichts auf die Reihe gekriegt. Ne? Oh, okay. So. Hättest du das damals auch von dir gesagt? Das sagst du jetzt so über dein damaliges Ich? Ja. Okay. Kann ja sein, also du hast eins nicht vergessen, ich komme aus dem Ruhrpott und da sind die Menschen eigentlich direkt und ehrlich, die meisten übrigens. Ne? Also, und so bin ich auch als Kind aufgezogen worden bin, eigentlich immer die Wahrheit zu sagen. Mhm. Auch zu dir selbst, sehr gut. Genau. Vor allem, wenn du dich selber belügst, bringt es nichts. Ja. Wie ist das, wenn du auf der Straße schläfst, da haben wir auch ganz zu Anfang drüber gesprochen, jetzt springen wir natürlich jetzt zeitlich ein bisschen hin und her, aber wenn es so richtig kalt ist, es ist auch lebensgefährlich, wie übersteht man da eine Nacht? Also das Wichtigste für einen Obdachlosen, sage ich, ist immer eine Rolle Klopapier, Wasser für die Fenden zu waschen, Seife, Isomatte, Schlafsack. Das aber trotzdem, also selbst mit irgendeinem teuren Schlafsack für die Antarktis bei minus 20 Grad, da hast du Weggefährten, die dann morgens mal nicht mit aufgewacht sind? Das ist selber habe ich es nie erlebt, weil ich meistens alleine auf der Straße gelebt habe. Ich bin also mehr oder weniger der Szene aus dem Weg gegangen, weil ich habe im Kopf immer gehabt, ich muss mich um mich selber kümmern, andere haben genauso Probleme wie ich, da nützt mir nicht noch, dass ich noch mit das auch noch mit reinziehe. Ne? Und ich war so ein Alleinkämpfer. Okay. War das denn damals schon ein Thema, das, was man heute immer wieder hört, dass Obdachlose von gelangweilten Jugendlichen bespuckt und getreten werden, also dass sie sich abreagieren? Das hört man jetzt heutzutage alle naselang irgendwo in den Nachrichten. Ja, es ist leider in den letzten Jahren immer schlimmer. Wie gesagt, ich bin in der ganzen Szene jetzt seit 95 und so ein Gewalt und Stress, wie es heute ist, habe ich früher nicht gekannt. Es sind meistens Jugendliche, die irgendwo vorglühen, im Alter zwischen 14, sagen wir mal, bis 22, machen irgendwo eine große Party, ziehen weiter um die Häuser und dann machen sie sogenannte Mutproben.
dann kann ich immer ruhig einen Obdachlosen anspucken, in die Rippen treten, im schlimmsten Fall mit einem Feuerzeug anstecken oder eine Oma die Rolltreppe runterschubsen oder einem Gehbehinderten einen Rollstuhl wegnehmen, ne? Und den einfach am Bürgersteig hinsetzen, ne? Sogenannte Mutproben. Alleine will so einen Scheiß nicht machen, nur in der Gruppe, ne? Und deswegen hätte ich gedacht, tut man sich auf der Straße dann auch eher zusammen, dass man dann irgendwie zu dritt irgendwo schläft, dass keiner irgendwo alleine in der Ecke kauert. Es gibt Gemeinschaften, aber es gibt keine selten richtige Freundschaften. Mhm. Nur wenn du mit 3-4 Mann liegst, passiert dir weniger in der Regel, als wenn du alleine liegst. Und vor allem deswegen haben viele einen Hund. Ja klar, A, nicht alleine sein und B, als Schutz. Das sind ja meist große Hunde. Und Bezugsperson. Mhm. Und den Hund kannst du jeden Tag das Gleiche erzählen. Du kannst von dem Hund heulen. Das interessiert den Hund nicht. Der hört dir zu und tröstet dich sogar. Ja. Genau. Hattest du einen Hund? Ja, 2. Was für welche? Ich hatte einen Fox Terrier Mischling und Mücke, eine Großdackeldame. Eine Großdackeldame? Ja. Ja, aber ich kenne das normalerweise, dass die Hunde doch etwas größer sind und auch so ein bisschen Schutz bieten, ne? Ihr habt mich gerade vorhin nicht zu Ende erzählen lassen. Oh, sorry. ich hatte eine Beziehung gehabt. Ute hieß sie und wo ich mit ihr zusammen war, hat die mich doch überredet gehabt, dass wir doch einen Hund bräuchten. Mhm. Wo ich eigentlich mehr oder weniger abgeneigt war. Wir hatten schon so eine Perserkatze. Die war schon sehr anstrengend. Mhm. Und naja, wie es auf einmal so war, wie wir Männer so nachgeben euch Frauen gegenüber. Ja, manchmal passiert das, ja. Manchmal. Dann kam ich an mein Willi als Welpe und da habe ich gedacht, okay, dann habe ich Ute die Freude gemacht. Ja, dann hatte ich also eine Katze, einen Hund und eine Frau. Ein Haus. Alles eigentlich, was ich vorher nicht hatte. Ich war mehr oder weniger ein Spießer geworden. Trotz die Zeitung verkauft habe noch. Und dann kam unser Nachbar und sagte, ja, meine Frau muss ins Altersheim und hin und her. Und die hatten den Dackel, Mücke. So, und meine Frau, meine Ute, mich wieder überredet, wir können doch nicht Mücke ins Tierheim lassen. Ja. Und so kam ich auf 2 Hunde. Ja. Okay. Ich hätte eigentlich gerade gefragt, was ist, wenn denn mal Geld reinkommt? Holt man denn eher dem Hund was zu essen oder sich? Aber jetzt hast du gesagt, du hast in einem Haus gewohnt. Wie, erklär mal die Situation. Wie kommst du, war deine Ute, war die vermögend, hatte die ein Haus? Oder? Nein, nicht vermögend. Das war ein ganz stinknormales Haus zur Miete. Mhm. So, und Ute war eine erst Apothekerin und nachher ist in Teilzeit, ist sie als Fachverkäuferin im Bäckerladen angefangen. Ja, wir waren ein ganz normaler Mittelstand in dem Sinne. Mhm. Ne? Also kein Reichtum oder sonst irgendwas. Also das ist, und wenn du, wie war deine Frage nochmal? Ja, also erstmal, eigentlich war die Frage mit den Hunden, ob du, wem du Essen kaufst, lieber wenn das da ist. Moment, lass mal eins nacheinander. Ja, ja. Meine Festplatte ist auch nicht mehr ganz so in Ordnung. Alles gut. Also, wenn du als Verkäufer, als Dienst und Kunst unterwegs bist, brauchst du eigentlich keine Lebensmittel kaufen für einen Hund oder Hundefutter. Mhm. Ne? Also ich hätte, glaube wohl, ich habe damals in Itzehoe über 10 Jahre verkauft. Ich glaube, ich hätte ganz so mit Hundefutter versorgen können. Okay. Also. Kriegst du immer so zugeschoben dann, ne? Ja, kriegt man automatisch. Die Kunden, ne, sind so dann eingepoolt, ne? Ja. Das ist doch süß. Ja, ich habe noch nicht den ganzen Sprung verstanden. Also, klar, aus dem Pott. 18, die Prüfung nicht gemacht. Dann 7 Jahre Platte. Dann warst du auf einmal in Hamburg und auf einmal bist du mit Ute im Haus. Ja, ihr habt mich ja nicht richtig ausreden lassen. Vielleicht springen aber wir alle zu viel. Kumpel. Ja, genau. Okay. So. Also nochmal. Ja. Also ich bin dann hier in Hamburg gelandet. Ich habe es dann gerafft, dass ich in Hamburg war. Mhm. Und auf jeden Fall habe ich Hinz und Kunst kennengelernt, durfte erst Hinz und Kunst nicht verkaufen, weil ich nonstop besoffen war. Dann hat es aber irgendwo bei mir im Kopf Klick gemacht. Ich wollte wissen, wo ist der Unterschied zwischen Zeitung verkaufen und betteln gehen. Und da habe ich es geschafft, nach mehreren Monaten, dass ich vom Schnaps komplett weg war und noch Bier getrunken habe. Und so durfte ich damals, wie gesagt, das war der 4. Oktober, bei Hinz und 95 bei Hinz und Kunst anfangen. Dann habe ich aber gemerkt, wenn ich alten Fisch mag, war mir damals noch von Hinz und Kunst. Immer wenn ich da hingegangen bin, habe ich sehr gut starken Suchtdruck bekommen. Weil jeder Dritte hat eigentlich ein Alkoholproblem. Ne? Mhm. Und dann bin ich damals auf die Idee gekommen, nach Itzehoe zu fahren zum Verkaufen. So, und dann gegenüber, das war eine Feldschmiede dann, ich bin also ungefähr 1,5 Jahre hin und her gefahren. Und dann habe ich mich in die Ute, Bäcker-Fachverkäuferin, verliebt. Mhm. Ist eine lange Geschichte, bevor ich mit der zusammenkam.
Auf jeden Fall kam ich dann mit ihr zusammen und dann hat sie mir ihr Häuschen da vorgestellt zur Miete und was weiß ich. Und irgendwann haben wir dann eine Sportstunde gemacht. Also wir waren zusammen. Okay. Also wie gesagt, dann 10 Jahre lang. Mhm. Okay, so. Ja. Sportstunde, ich verstehe. Ja, ja. Itzehoe war das, ja, okay. Mhm. Genau. So, und dann auf jeden Fall war ich dann mit ihr zusammen. Wie gesagt, 10 Jahre und 2006 hat sie leider Krebs bekommen. Oh. Sie wollte damals nicht im Hospiz sterben, nicht im Krankenhaus, sondern zu Hause. Und dann ist sie in meinen Arm eingeschlafen. Dann habe ich total Depression bekommen und Gott sei Dank habe ich einen Freund gehabt, der so ein bisschen auf mich geachtet hatte. Und der fand das gar nicht mehr gut, dass ich nicht so war. Der hat immer gedacht, der findet mich mal tot in der Wohnung. Und dann bin ich erstmal für 4 Jahre ins Ruhrpottchen wieder gegangen. Kam aber da auch nicht so richtig mehr in die Pötte und dann bin ich wieder zu Hinz und Kunst und Hinz und Kunst hat mich aufgefangen. Und wie gesagt, 2011 hat Hinz und Kunst für meine jetzige Wohnung in Wandsbek-Gartenstadt, eine 1,5-Zimmer-Wohnung, gebürgt. Sonst hätte ich die Wohnung nicht. Negative Einträge in der Schufa und seit 4 Jahren mache ich die Stadtführung und Öffentlichkeitsarbeit. Und ich muss dazu sagen, ich habe mit Harald, der andere Stadtführer, wir haben über 400 Termine im Jahr. Krass. Also ist nicht ohne, der Job. Das ist ja so toll, dass auch Hinz und Kunst sich auch wirklich da wirklich unterstützen konnte. Ja. Stadtführung finde ich ja super spannend. Also sagst über 400 Termine mit dem Kollegen zusammen. Wie macht man das? Was zeigt ihr da den Leuten? Wer kommt? Also jetzt wollen wir natürlich das ganze Paket haben. Du kannst frei von der Leber weg erzählen. Also es fängt so an, dass wir bei Hinz und Kunst selber im Seminarraum erstmal einen Vortrag halten über Hinz und Kunst selber um das ganze Projekt, dass wir nicht nur 500 Verkäufer haben, darunter 150 ausländische Verkäufer, 30% Frauen, immer mehr und immer mehr Altersarmut. Aber wir haben auch nicht nur, wie gesagt, 500 Verkäufer, wir haben auch 38 Festangestellte. Und darunter sind 22 ehemals Obdachlose wie ich, die heute bei Hinz und Kunst einen festen Arbeitsvertrag haben. Und zwar unsere Verträge laufen über die Diakonie. Von 450 Euro Basis bis zur Vollzeitstelle. Mein Job besteht in Teilzeit. Und wie gesagt, ohne Hinz und Kunst hätten wir alle keine Arbeit. Wahrscheinlich, ich wäre auf jeden Fall schon tot. Ohne Hinz und Kunst wäre ich definitiv, beziehungsweise ohne meine Route wäre ich heute nicht mehr hier auf der Erde. Ich glaube, ich habe ein bisschen den Faden verloren, aber fahren wir weiter. Wir waren bei der Stadtführung. Was für Ecken man sieht, genau, wenn man bei euch die Stadtführung auch macht. So, also und dann die Vortrag halten wir, wie gesagt, drüber, über Hinz und Kunst. Dann geht es über mein Leben. Natürlich noch intensiver wie jetzt hier bei euch. Mhm. Und danach gehen wir zu Einrichtungen, die für Obdachlose halt wichtig sind. Ne? Soziale Einrichtungen. So. Und wer macht diese Führung? Wer kommt dahin? Also das sind in der Woche sind es, da können wir anfangen, FSJler, Studenten, Architekten, Polizeiakademie, Sozialrichter, wie heißen die Politiker? Politiker, also Minister, jetzt habe ich das Wort. Minister aus der Schweiz hatten wir schon, Austauschschüler aus Amerika, aus Frankreich, aus England, aus Mexiko, eigentlich aus allen Schichten. Beiersdorf kommt regelmäßig, die Auszubildenden, also eigentlich aus allen Schichten kommen bei uns die Rundgänge. Und das Schöne ist an den Rundgängen, ich habe schon erlebt, Jugendliche, die kurz vorm Abstürzen waren. Und 3 davon haben eigentlich im Einzelhandel, hätten die auch zur Prüfung und so weiter und so fort und sind zur Prüfung Gott sei Dank hingegangen, kamen aber nach 3-4 Wochen mit dem Gesellenbrief. Ja, geil. Und sagten, wir wären nicht zur Prüfung gegangen, wir hätten weiter gesoffen und gekifft, wenn wir nicht da eine Stadtführung mitgemacht hätten. Oh Mann, ey. Und das ist das Schöne an meinem Job. Ich habe selber Therapie, weil bei Psychologen mache ich nichts anderes, was ich jetzt hier mache. Und das Geile ist dran, es macht mir Spaß. Mhm. Andere sagen, scheiße, Montag, ich muss zur Arbeit. Ich sage immer, juhu, ich darf. Ja, das ist gut. Das ist und ich verdiene dann Geld. Und überwiegend sehr viele junge, nette Damen. Ja, ah, siehst du mal. Was ist die häufigste Frage, die dir gestellt wird bei diesen Führungen? Wie man sich fühlt, wenn man auf der Straße lebt. Und, was antwortest du dann? Einsamkeit. Du kannst zwar 6, 7 Kumpels um dich haben, die auch einen trinken oder was weiß ich, aber im Endeffekt bist du einsam. Ja, du hast ja nichts, wo du dann nach Feierabend, nach dem Feierabend Bierchen hingehst, weil... Ja, nicht nur dieses Hingehen, es geht auch einfach, du hast nichts. Ja, genau, nichts, niemanden. Du hast vielleicht deinen Hund noch, eventuell, aber ansonsten hast du nichts. Du hast keine Tür zum Zumachen.
Du hast nicht irgendjemand, wo du dich rausrollen kannst, auf gut Deutsch. Guck mal, das musste ich auch von Ute lernen. Mhm. Ich habe durch Ute Familie kennengelernt. Ich habe gelernt, dass man nicht wegrennt, wenn man Probleme hat. Dass man über Probleme redet und dass man, wenn ein zu Mut ist, auch gegenüber anderen Menschen heulen darf. Mhm. Das habe ich vorher alles nicht gekannt. Ich war, wie gesagt, Missbrauchopfer der katholischen Kirche. Also Ute hat dir ganz viel gegeben. Ja. Ja, das hat man auch eben schon gespürt. Manche Leute haben ja so Berührungsängste. Jetzt gehen wir mal von diesen perversen jugendlichen Mutproben mal ab. Das ist ja wirklich leider ein Phänomen, das verstärkt wird, hast du eben auch gesagt. Aber lassen wir die mal außen vor. Jetzt sage ich der Normalo. Ich glaube, Menschen haben teilweise noch eine Berührungsangst. Was kann man, kannst du den Leuten, ich meine, du hast im Podcast jetzt wirklich alle Zeit der Welt den Leuten sagen, geht mit uns normal um oder was möchtest du damit auf den Weg geben? Nach dem Motto, seht uns, grüßt uns wenigstens oder was wäre deine Message? Leider steckt nur so das Denken von früher bei vielen Menschen im Kopf. Ein Obdachloser will nicht arbeiten, er ist Sozialschmarotzer, der hält auf gut Deutsch gesagt nur die Hand auf. Nein, der größte Teil der Obdachlosen haben eine abgeschlossene Lehre, haben teilweise studiert, waren selbstständig, hatten eine hohe Position. Also aus jeder Schicht haben wir heute Verkäufer. Nicht nur die Leute, die aus dem Heim kommen, aus dem Knast oder aus dem Ghetto werden obdachlos. Nein, im Gegenteil. Meistens kommen die aus ganz normal gut betuchten Haushalten. Und der Altersarmut wird das ja nochmal schlimmer. Genau, alles, ne? Richtig, da wird es noch extrem. Mhm. Und dann, ja, das ist die Vorstufe, sind alles bei dem ganzen Programm Depressionen, die man nicht verarbeitet. Da brauchst du jetzt, guck mal, jetzt wie gestern in der Halle, dir Scheiß. Mhm. Du kriegst das live mit. Was meinst du, was der da im Dönerladen da mitgekriegt hat, dass der eine erschossen worden ist? Wenn der Pech hat, bleibt er auf der Strecke, weil er es erfahren hat. Weil das so ein schlimmes Traumata hervorruft. Und dadurch kann man Depressionen kriegen und dann bist du gebrannt, praktisch. Und wie gesagt, der Obdachlose, der will arbeiten. Mhm. Nur er schafft es nicht, zig Stunden zu arbeiten. Wir können Glück haben, dass manche Verkäufer gerade mal 2 Stunden, 3 Stunden es schaffen. Alleine sich hinzustellen mit der Zeitung ist schon zeigen, oh, guck mal, der hat nichts auf der Reihe gekriegt, Anführungsstrichen. Mhm. Und diese Vorurteile, die haben die Leute im Kopf. Der will nicht und so weiter. Und durch den Hinzukunst kannst du es aber wieder schaffen. Du hast dadurch eine Struktur. Und es ist auch ein ganz anderes Gefühl. Die Menschen, die bei uns Zeitung kaufen, gehen mit uns anders um, als wo wir vorher auf der Straße gelebt haben. Und ich finde es auch toll, dass Hinz und Kunst seit jetzt nächsten Monat 26 Jahre alt wird, dass wir Gott sei Dank so ein großes Sprachrohr haben. Und wir waren mit München zusammen die erste Straßenzeitung in Deutschland. Die haben unser Prinzip alles mit übernommen. Wie gesagt, ohne Hinz und Kunst, wenn man die nicht kauft, hätten knapp 600 Menschen keine Beschäftigung, keinen Arbeitsplatz. Was schade ist, kennst du diese, ich nenne das jetzt einfach mal abwertend, Battle-Mafia, die diese gefälschten Magazine, diese 3-Blatt-starken Magazine irgendwie anbieten, sich auch so mit Klarsichtfolie und Zeitung irgendwo hinstellen, das hat aber nichts mit diesem ehrenwerten Hinz und Kunst zu tun. Nein, das ist jemand, ein Bulgare, der druckt sich alles aus dem Computer raus, so, das nennt sich Stadtjournal, der covert teilweise unser Titelblatt nach und was weiß ich. Im Moment ist er Gott sei Dank hier wohl verschwunden. Der kommt ursprünglich aus Holland. Mhm. Aber der hat leider schon in Europa ein paar Straßenzeitungen kaputt gemacht dadurch. Ne? Deswegen, weil das sehe ich auch immer wieder. Ja. Und ich hatte schon im Lokal, ging die auch rum und mit an mir am Tisch, wollte das einer kaufen. Ich so, lass das, das ist nicht Hinz und Kunst. Ja. Und also dann reagieren sie auch noch aggressiv. Ne? Ja. Genau. Also erstmal unsere Verkäufer müssen Verkaufsausweis haben. Da ist ihr Passbild drauf plus ihre Verkäufernummer. Dann dürfen sie nicht betteln. Sie sind Zeitungsverkäufer. Mhm. So, klar, darfst du Trinkgelder annehmen wie Taxifahrer, Friseure auch, logisch. Ja, logisch. Ne? Aber nicht nach Betteln. Mhm. Ne? So, und vor allen Dingen nicht aggressiv. Gibt's nicht. Du bist Zeitungsverkäufer. Und natürlich während des Verkaufs darfst du dich da nicht mit einem Joint hinstellen oder eine Pulle Wodka. Sobald du die Zeitung in der Hand hast mit deinem Verkaufshaus, bist du Verkäufer. In dem Moment darfst du keine Sucht nachgehen. Mhm. Und wenn du natürlich zu breit bist, dass du nichts mehr raffst, dann natürlich auch nicht verkaufen. Aber du kannst nicht erwarten, dass die Leute keine Suchtmittel zu sich genommen haben. Weil die meisten haben ein Suchtproblem. Ja, klar. Und die machen das nicht, um Spaß auf der Straße zu leben. Von 1000 Menschen sind vielleicht 2 dabei, die freiwillig auf der Straße leben. Aber der Rest bestimmt nicht. Das sind ja die sogenannten Aussteiger oder sowas. Ja, ne? Ich sag mal so. Ne?
Ich muss nochmal auf diese eine Frage zurück, weil du sagtest, ja, als Hinz- und Kunstverkäufer wird man ja ganz anders wahrgenommen, weil man Verkäufer ist. Und ich muss auch gleich sagen, ich habe bislang nur freundliche Hinz- und Kunstverkäufer erlebt. Ich wohne jetzt auch schon seit 21 Jahren in Hamburg. Aber ich wollte trotzdem noch so auf das Thema allgemein Obdachlose, was du dir wünschst, wie Menschen mit euch umgehen oder mit Leuten, die auf der Straße sind. Soll man auf die zugehen? Soll man oder soll man sie besser gar nicht beachten? Was ist so dein Gefühl? Also, diese Nichtbeachtung finde ich furchtbar. Mhm. Weil es genauso ein Mensch wie du und ich auch. Ja. Also wenn du irgendwo einkaufen gehst in einem Bäckerladen, warum kannst du nicht sagen zu ihm guten Tag, moin moin oder sonst irgendwas? Mhm. Ja? Das heißt ja nicht, dass du gleich verpflichtet bist, ihm eine Zeitung abzukaufen. Aber das ist schon was anderes, als wenn man da wegguckt und ach, den habe ich ja nie gesehen. Es ist aber auch eine Kunst, sich zum Beispiel, da wo ich wohne, in Tuven steht, vor dem Rewe steht auch ein älterer Herr mit den Zeitungen, Hinz und Kunst, immer so positiv zu bleiben. An dem gehen wahrscheinlich den ganzen Tag über, ich sag mal, 9000 Leute vorbei und er sagt immer einen wunderschönen Vormittag Ihnen noch und schönen guten Tag. Ist anstrengend. Genau, ist anstrengend, wenn du dann wirklich von drei Vierteln nicht mal ein Hallo zurückkriegst. Ja, und vor allen Dingen, du musst so sehen, nicht nur wir Kunden, wir Verkäufer freuen uns auf ein Gespräch, wir sind auch so eine Art Psychologe für die Kunden. Mhm. Was meinst du, wie oft Oma Meier, das ist ja meistens so, geht der Mann mit einer Frau einkaufen, turnt meistens der Mann draußen vor der Tür rauf und runter und wartet, bis seine Frau da wieder rauskommt. Mhm. So, der ist froh, wenn er ein Gespräch bekommt. Und umgekehrt genauso. Ach, mein Mann ist schon wieder genervt. Er hat mal gesagt, ich soll mal Kaffee und Kuchen kaufen gehen, damit er seine Ruhe hat. Ja. So ist er froh, wenn er uns was erzählen kann. Ja. Das ist ein Nehmen und Geben. Mhm. Und so länger du auch auf deinem Verkaufsplatz stehst, ich meine jetzt nicht stundenmäßig, sondern auf Dauer, umso mehr Vertrauen baust du auch auf in den Kunden. Klar. Ich habe Kunden gehabt, die haben ein halbes Jahr bei mir keine Zeitung gekauft. Weil? So, ja, weil die einfach nur, wussten erstmal gar nicht mit Hinz und Kunst was anzunehmen. Vor allen Dingen haben einfach gedacht, ach, der Penner. Ja. Und dann haben sie dann von Mr. X und was weiß ich was gehört, wer ich dann eigentlich bin. Und dann nach und nach haben sie dann Zeitung gekauft. Mhm. Und meine erste Wohnung in Itzehoe, ich hatte nicht gleich in Itzehoe eine Wohnung mit Ute. Die erste Wohnung, die ich hatte, habe ich durch Kunden bekommen. Ich habe 4 Wohnungsangebote bekommen. Das ist ja gut, ja. Die bei mir regelmäßig Zeitung gekauft haben. Hinz, also Itzehoe, die ganzen Bürger, heute eindeutig nochmal großartig grüße ich die alle. Die mich jahrelang unterstützt haben. Wie gesagt, ich habe über 10 Jahre dort verkauft. Ab und zu habe ich noch welche, die zum Rundgang zufällig kommen und sagen, du bist doch der Christ und so weiter. Oder das FSJler sagen, sag mal, hast du mir nicht früher Bonbons gegeben? Ach, ich habe immer, Kinder haben immer bei mir einen Bonbon gekriegt. Ach, das ist ja süß, ja. Oder ich habe Obst gehabt. Dann habe ich vom Wochenmarkt, hatte ich dann irgendeinen Obsthändler, die haben mir dann immer Obst gegeben. Dann habe ich den Kindern statt Schokolade halt Obst gegeben. Weil manche Mutti hat dann immer geschrieben, Chris, du musst doch nicht immer Bonbon geben. Immer Opas Gesundes. Aber ich meine ganz ehrlich, du hast nichts und gibst auch noch. Also das ist ja schon ganz, ganz toll. Und ich finde auch Hinz und Kunst, dieses ganze Konzept finde ich super. Wie könnte man das jetzt noch aufbauen? Wie könnte man das noch besser machen? Weil du bist ja wirklich jetzt ein Insider, du machst diese Rundgänge, bist seit Jahren dabei. Was könnte man noch machen, um das noch mehr anzubringen, vielleicht um noch mehr Leuten zu helfen? Also helfen in dem Sinne, gibt sehr viele Leute, die gehen einkaufen, Euro da im Einkaufswagen und geben dem Verkäufer, Verkäuferin den Euro. Mhm. Halte ich nicht für so eine gute Idee. Mhm. Weil wir sind auf der Auflage darauf angewiesen. Und wenn jemand, sagen wir mal, 10 Euro im Monat zur Verfügung hat, um die so abzugeben, warum kauft er da nicht eine zweite Zeitung plus Trinkgeld? Ich dürfte so Verkäufer natürlich nicht vergessen, ne? Mhm. So, weil im Schnitt verkaufen die Verkäufer zwischen 150 bis 200 Zeitungen, zwischen 100 bis 150 Zeitungen auf 20 Tagen im Monat. Arbeitstagen ist nicht gerade viel. Mhm. Deswegen, klar, freuen sich auf ein bisschen Trinkgeld, ne? Klar. So, aber wie gesagt, wenn man doch die Möglichkeit hat, finanziell 2-3 Zeitungen kaufen zu können, finanziell, warum nicht machen? Weil man geht irgendwo zum Arzt, man fährt mal U-Bahn, S-Bahn oder geht ins Theater, hinlegen. Das ist die beste kostenlose Werbung, die man macht. Und du hilfst in dem Moment knapp 600 Menschen. Also klarer Aufruf, gerne nochmal 2-3 Zeitungen von derselben kaufen und dann vielleicht im Freundeskreis verteilen, genau, irgendwo hinlegen. Ja. Genau. Und nicht irgendwie spenden in dem Sinne, sondern... Spenden, wie gesagt, Trinkgelder, sonst kriege ich Ärger mit unseren Verkäufern. Ah, ja, Trinkgelder. Das habe ich ja gesagt, Trinkgelder. Genau, weil ich nämlich auch schon manchmal gesagt habe, oh, ich habe schon eine, ganz ehrlich. Ja. Ja, das machen halt leider viele, ne? Ja. So. Sag ich also, aber nur, wenn ich wirklich eine habe. Ne? Ja. Also, gut. Aber, aber wie gesagt, warum kaufst du dann nicht 2 oder 3? Stimmt und eigentlich. Hier zum Beispiel RSH hinlegen. Beispiel. Ja. Ne? Okay.
Abschließend würde ich gerne mit dir mal in die Zukunft blicken, weil faszinierend, was du bisher erlebt hast und wie du dich durchgeboxt hast. Ja, und absolut. Auch sehr ehrenamtlich, was du zum Beispiel gesagt hast, dass du niemandem auf der Tasche legen möchtest, obwohl dir Geld ja auch zusteht. Dafür ist ja der Staat da auch. Ja. Und dafür zahlen andere, die es haben, ja auch ein. Wie geht's denn aber weiter? Weil Hinz und Kunst kümmert sich jetzt ja um dich und du bist dort ja auch angestellt. Was ist mit, machst du dir Gedanken um Rente oder gibt's Programme bei Hinz und Kunst, die dafür sorgen, dass die Verkäufer auch darüber hinaus noch irgendwie versorgt sind? Oder wirst du dann wie eine, ich sag jetzt mal trotzdem, so schön die auch sind, wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen, weil dann bist du ja in Rente und nicht mehr interessant? Sag mal so, wir haben jetzt gestartet ein Wohnprojekt, was jetzt gebaut wird von zwei Stiftungen für uns. Und zwar, irgendwie ist ja, das geht schon. Das ist super. Wir hören dich gut. Auf jeden Fall werden da 25 Zimmer entstehen für unsere Verkäufer. Das ist im Jahr 21. August soll das fertig werden. Und ich sehe in meiner Rentenperspektive nicht gerade große Chancen, weil ich habe im Moment einen Anspruch von 450 Euro. Ich glaube, ich werde, bis ich in Rente bin, wohl kaum meine Wohnung bezahlen können. Also entweder bin ich noch so weit fit und gehe noch Zeitung verkaufen, im Notfall auch im Rollstuhl, ne? Weil ich glaube mal, so eine Einheitsaufstockenrente wird es wahrscheinlich nicht geben, weil wenn du richtig überlegst, alle 4 Jahre kommt irgendwas anderes. Jetzt heißt es mit 70 eventuell in Rente, vielleicht wird es dahin, wie kommst du dann mit 80 in Rente, ne? Also, also ich muss mal, auf gut Deutschland mache ich mir gar keine Gedanken über. Ich lebe heute und nicht länger. Und ich habe meinen Traumjob gefunden. Wenn ich mir nichts zu Schulden kommen lasse, werde ich nie wieder arbeitslos. Ich habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Super. Zwar, Anführungsstrichen, eine 25-Stunden-Woche, aber vielleicht wird es auch mal irgendwann eine Vollzeitstelle. Ich bin nämlich auf 450 Euro Basis angefangen vor 4 Jahren, dann 15 Stunden. Und dann wollten wir eigentlich Harald und ich eine 80-Stunden-Woche. Und plötzlich, 2 Tage später, sagt der Chef, hier, unterschreibt mal euren neuen Arbeitsvertrag. Da stand dann 100 Stunden. Ne? Okay. Ja, aber ich meine ganz ehrlich, du hast uns ja erzählt, deine ganze Lebensgeschichte und dass du sagst, ohne Hinz und Kunst wärst du gar nicht mehr hier. Ja. Und dass du jetzt auch sagst, oh Gott, ich liebe meine Arbeit, ich gehe da immer gerne hin. Ich kann aktiv helfen, diesen Richtig. Jugendlichen zum Beispiel, die wirklich wegen euch, wegen eurer Tour gesagt haben, nee, wir lassen es mal kurz sein, wir konzentrieren uns, wir wollen einen Abschluss haben. Das finde ich einfach, da kommen mir die Tränen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ganz toll, was ihr da macht. Ja, Hamburg ist nicht nur diese roten Doppeldeckerbusse, schöne glänzende Hafencity und da, guck mal hier, Kiez, da bumsi bumsi rauf und runter, sondern auch solche Ecken, die du zeigst. Genau, wir zeigen also ganz andere Ecken, wo der normale Anführungsstrich Tourist Hamburger gar nicht sich aufhalten. Wir sind also sehr viele im Münzviertel. Sehr viele Hamburger wissen gar nicht, dass es Münzviertel überhaupt gibt. Und wie viel soziale Einrichtungen da überhaupt existieren. Wer jetzt gerade hört und sagt, ja, Münzviertel, hä? Sag kurz, wo es ist, welche Ecke, was das ab, bild es mal ab. Also Münzviertel ist Hühnerposten, wenn du weiter runter gehst. Da ist dann das Münzviertel und das Münzviertel, was für ein genaues, es war damals, wurde da das letzte 10-Pfennig-Stück hergestellt. So, und deswegen denke ich mal, heißt das Münzviertel, weil die erste Prägung da war für deutsche D-Mark. Hat sich dann Münzviertel und jetzt ist da Wiechernsort, Hoffnungsort, haben da viele Einrichtungen, Alsterdorfer Anstalten. Dann ist Tagesstätte Herz-Ass dort, dann ist Schwerpunktpraxis da, Stützpunkt da. Also am besten alle Bürger für, alle 14 Tage haben wir bei Hinz und Kunst Stadtführungen. Um 15 Uhr, jetzt der nächste Stadtführung ist am 13., also jetzt kommenden Sonntag. 33 Personen sind schon angemeldet, mehr wie 50 können wir nicht. Bitte per Computer hin zur Kunstseite direkt buchen. Weil das ist nichts, wir gehen mit 200 Leuten los. Nee, klar. Also wir haben immer im Schnitt mindestens 30 Leute sonntags. Krass. Ja, also, und wie gesagt, wir haben jetzt in der Woche haben wir mindestens 10 Termine. Und Privatleute kann jedermann eine kostet für Normalbürger, Anführungsstrichen 10 Euro und für Studenten, Hartz-IV-Empfänger oder Mindestrente 5 Euro. Also unbedingt mal machen. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Komm. Aber jetzt, wo ich dich kennengelernt habe, werde ich mir sofort einbuchen. Jetzt noch, das schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe aber, ansonsten ist das 27. super. 27. wieder. Okay, alles also klar. 13. und 27. Sehr gut. War doch eigentlich ein schönes Schlusswort. Möchtest du noch was unterbringen? Ja, was mir jetzt ganz dringend auf dem Herzen liegt, ist noch, ich mache einen ganz dringenden Aufruf. Bitte Leute, bringt Schlafsäcke, Isomatten. Momentan haben wir leider keine und wir haben 500 Verkäufer. Wir haben nicht nur 500 Verkäufer, wir haben auch sehr viele
Obdachlose, die in Hamburg leben. Und es gibt in Hamburg 2000 Obdachlose. Bitte bringt uns Schlafsäcke, Isomatte zu Hinz und Kunst. Altstädter Schwiete, U1 Spitaler Straße, gegenüber vom Finanzamt. Danke. Ja, Christian, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja. Für deine offenen Worte. Mhm. War zum Teil sehr emotional. Auch tut mir leid mit deiner Ute. Halte weiter durch, halt die Ohren steif, verkauf weiter Zeitungen und mach Stadtrundführungen. Und dann sage ich auch allen da draußen, Dankeschön fürs Zuhören. Interessante Gespräche durch tolle Gäste wie Chris hier immer im Podcast danach. Und schaltet natürlich auch ein, die Radio Murg Morning Show montags bis freitags von 5 bis 10. Dann vielen Dank. Das war die Woche. Das war der Podcast danach von Radio Hamburg.